So, meine Lieben, hallo, da bin ich wieder. Es hat etwas länger gedauert hier mit meinem neuen Video. Beim letzten Mal war die Tonqualität nicht so toll. Danke nochmal an René, dass du mich darauf hingewiesen hast, dass ich da was verbessern muss. Ja. Ich musste mir erstmal ein neues Mikrofon besorgen und nun geht es weiter. Und heute habe ich hier in meinem nächsten Video ein Glenmorangie, 14 Jahre alt. Der wurde in amerikanischen Eichenfässern gereift und gefinigt in einem Portweinfass. Ja, das ist der Glenmorangie Quinta Rubin mit 46%. Ich bin gespannt. Der Tomaten war sehr fruchtig, wie der hier so sein wird, ob der fruchtiger ist, ob der weniger fruchtig ist, schauen wir mal. Ich lasse mich überraschen. Ja, ansonsten fangen wir einfach mal an. Ich nehme eine Nase für euch. Also ich rieche dort nicht so viel Frucht raus wie bei dem Tomaten. Ist eher eine leichte Frucht. Es sind Früchte da, aber ich kann es nicht definieren. Eher so ein... Also Früchte sind da. Man riecht durchaus heraus, dass das aus einem Portweinfass stammt. Ja? Aber bei mir ist da nur eine leichte Frucht zu riechen. Probieren wir mal. Schokolade. Also ein Geschmack. Eine pfeffrige Note. Die füllt den ganzen Mundraum aus. Definitiv. Oh ja. Da ist eine pfeffrige Note. Im Mundraum, Schokolade, bleibt bei der Schokolade, im Abgang noch schlimmer, also der Abgang auch, also ist so, als würde ich hier eine 80% kakaohaltige Schokolade lutschen und das merkt man im Mund wie auch im Abgang, absolut, ja. Früchte, muss ich dazu sagen, ich mache mal einen Tropfen Wasser rein. Mit 46% hat er eine gute Trinkstärke, also man schmeckt den Alkohol überhaupt nicht. Ich habe ihn nicht rausgeschmeckt, war sehr mild. Beim Abgang wie auch im Mund, wie gesagt, gut auf der Zunge ein bisschen Pfeffernote und im ganzen Mundraum, aber ansonsten war er schick. Ah. Wenn ich das jetzt einordne, dann würde ich sagen... Wenn mein Sohn manchmal so ein Wassereis mit Kirschgeschmack lutscht, dann kommt das dahin. Das ist so das, was ich sagen würde. So ein künstlicher Kirschgeschmack von einem Wassereis. Aber definitiv Schokolade. Schokolade, Schokolade, Schokolade. Ja. Ist bei mir vorrangig. Einfach nur Schokolade. ist sicher was, wenn Freunde da sind. Gemütliche Runde. Den würde ich empfehlen. Man sitzt zusammen.
Kann ihn riechen, schmecken, schöne Musik dabei. Ja, absolut trinkbar. Ja, habe ich für etwas über 40 Euro kaufen können. Beim guten alten Horst. Ja, ja, schmeckt lecker. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, bis zum nächsten Mal.